Nämlich in dem Raum, wo wir vorhin gewesen sind. Ich glaube, der Typ da müsste dann auch aufwachen. Jetzt können wir das nämlich entgasen. Und kommen da drin auch ran an das Item. Vielleicht können wir im Kampf auch entgehen, mal sehen. Aber es sieht nicht so aus. Okay, ich muss mich jetzt etwas beeilen. Weg hier. Gut, wie gesagt, wenn sich ein Kampf vermeiden lässt, dann ist es ganz gut. Zur Bibliothek schicken. Ja. Wir schicken zur Bibliothek das Teil. Ist, glaube ich, noch kaum Platz. Ach so, da ist eine Menge Platz im Inventar. Und was kriegen wir dafür? Ah, wir kriegen so einen Schlüssel. Ach, Zuchtraumschlüssel, ja, ich glaube, ich weiß, was da ist. Das kann wieder lustig werden. Ich nehme mal den mit. Ich war vorhin auch schon ganz gut beschützt. Was habe ich denn noch? Oh, ich habe noch ein paar von den Dingern. Warte mal, Säure. Ich glaube, die kann ich jetzt gut gebrauchen. Um jetzt aber kein Risiko einzugehen, würde ich vorher noch mal speichern. Oder welchen? Ich würde mal sagen, den nehmen wir. Zuchtraumschlüssel, ich glaube, das war der hier drüben. Nee, 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 das war der nicht. Ach, ich weiß, der war oben gewesen. Machen müssen. Zu groß, so Mist.
Das geht bestimmt schief. Ich weiß, was da auf uns zukommt, und Billy ist schon reichlich angeschlagen. Okay. Ich glaube, das ist jetzt verdammt riskant. Aber ich habe mir vor, das Item mir zu schnappen und dann wieder weg. Ist der Raum eigentlich groß? Okay, das müsste vielleicht zu schaffen sein. Los. Da sind sie schon. Hunter. Scheiße, scheiße. Da ist. Sicher. Und weg. Weg, 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 weg. Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. Meine Fresse. Aber wir haben es, Leute. Wir haben das, was wir wollten. Wir haben die Drehscheibe. Die kann ich jetzt nämlich Rebecca schicken. So. Und darin sind sie etwas. Eine Drehscheibe mitnehmen. Ja. Also wir das machen, ist nämlich ein Rätsel. Jetzt müssen wir nämlich den richtigen Code da eingeben, und das finden wir hier in einem dieser Berichte. Gut, wir merken uns 4 Egel am ersten Tag. Ihre Anzahl verdoppelt sich. 8.
4. 8. 2 wurden gefressen. 4. 8. Und 6. 4, 8, 6. Gut, ich glaube, ich habe jetzt die Zahl 4, 8, 6, 3. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Ja. Vier. Acht. Sechs. Drei. Bingo. Lieb richtig. Was haben wir jetzt hier drin? Now this is more like it. Billy here. Billy, I found an aerial cable car. We can get out of this place. Good, wait there, I'm coming. Roger, the sooner we get out of here, the better. Out. Ja, super, jetzt haben wir schon mal eine Möglichkeit gefunden, vom Labor zu fliehen. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Leiter da oben verbinden. Da gab es ja auch, glaube ich, einen Schaltmechanismus für. So, Willingo, was passiert? Genau. Ich sehe da drüben was blitzen. Okay, wir haben die Ausgangsspule gefunden. Leiter hochklettern, ja. Jetzt können wir uns hier oben nämlich wieder vereinen. Farbband mitnehmen. Nicht mehr tragen. Gut, Leute, ich würde sagen, bevor wir uns hier oben vereinen mit Billy, würde ich sagen, das war's von Resident Evil Zero. Das wird, würde ich sagen, ein Doppelpart werden. Das heißt, ich werde ihn in der Mitte mal durchschneiden. Im nächsten Part geht es dann weiter. Ich werde hier erstmal speichern jetzt nach der ganzen Action. Und ja, werde mir den nächsten Schritt überlegen, weil ich weiß ja quasi, was jetzt auf mich zukommt. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.